Hey Leute, Venom 3 war lang erwartet und endlich ist es soweit. Der Film kam in die Kinos und ich habe ihn gesehen. Und ich kann dir jetzt mal erklären, wieso der Film auf der einen Seite hält, was er verspricht und gleichzeitig trotzdem irgendwo ein bisschen tief ins Klo greift. Das ist alles sehr verwirrend, du wirst aber wissen, was ich genau damit meine. Deswegen gibt es jetzt hier die Kritik. Für mehr solche Videos vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online ist. Und jetzt viel Spaß. Also erstmal möchte ich spoilerfrei darüber reden und dann, wenn ich das alles spoilerfrei bewertet habe, werde ich nochmal ein bisschen mit Spoiler drauf eingehen, aber ich werde dich natürlich vorwarnen, wenn es soweit ist. Um es mal spoilerfrei zu sagen, Venom 3 ist ja der letzte Film seiner Reihe. Es ist eine Trilogie und hat jetzt seinen Abschluss. Venom, sprich Tom Hardy als Eddie Brock, wird noch weiterhin ein Teil sein und wir werden ihn bestimmt noch öfters mal zu sehen bekommen, allerdings wahrscheinlich nicht mehr in seinen eigenen Solo-Film. Denn der Titel sagt es ja schon, The Last Dance. Und das wurde auch schon gesagt, ja, es ist der letzte Teil der Reihe. Ist aber auch, denke ich, okay, denn jetzt ist seine eigene Geschichte erzählt. Es gibt zwar noch andere Sachen, die offen geblieben sind, aber das kann man in einem anderen Rahmen theoretisch erklären. Und deswegen ihn als einen einzelnen Charakter zu präsentieren, weiß ich nicht, ob das für eine vierte Story ausreichen würde. Auf der einen Seite ist es ein richtig klassischer Venom-Film und der Humor ist mal wieder richtig gut gemacht. Und ich musste auch öfters mal im Kino sitzen und schmunzeln. Also der Humor hat gepasst. Von der Action her war es auch ziemlich lastig. Wir haben Venom mal in den verschiedensten Stilen gesehen. Wirklich mit Übergängen auf Fische, Frösche, Pferde und so. Das haben wir ja im Trailer angeteasert bekommen. Also wir sehen Venom in ziemlich großer Vielfalt. Noch verschiedene Symbionten, so wie es im Trailer ebenfalls gezeigt wurde. Und Null wurde sehr groß angepriesen. Aber Wie schön und gut der Film auch war, auf der einen Seite, und ich sag, das war ein klassischer Venom-Film, fühlt sich's nicht wirklich wie ein Finale an, sondern es teast eigentlich mehr oder weniger ein Finale an. Denn als Abschluss dieser Trilogie war es dann doch ein bisschen zu schwach, denn wir kennen ja Marvel und wir kennen Sony und wir wissen, dass im Finale meistens, wenn eine Reihe endet, dass das ziemlich krass wird. Dadurch, dass das aber der letzte Teil wird, war die Erwartungshaltung natürlich ziemlich hoch und das hat Venom 3 eben absolut nicht erfüllt. Das ist das, was ich vorhin meinte, denn auf der einen Seite erstrahlt dieser Film im absoluten Glanz und auf der anderen Seite scheißt er irgendwie dann voll rein, denn es, wie schön der Film auch ist und es wirklich ein guter Venom-Film ist, fürs Finale war es dann doch ein bisschen ungenügend. Aber ich gehe jetzt mal ein bisschen spoilermäßig drauf ein, dass ich mal erklären kann, was ich damit eigentlich so genau meine. Deswegen bist du jetzt hiermit gewarnt worden. Spoilerwarnung, wenn du den Film noch nicht gesehen hast. Und naja, es sei denn, du möchtest dich spoilern lassen, dann ist das natürlich was anderes. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass der Film, also der Trailer, soll ja heiß auf den Film machen. Und als wir den Trailer gesehen haben, wurde so viel angeteased, es wurden die verschiedensten Symbionten gezeigt und es sah so aus, als ob Venom richtig Probleme mit denen bekommt. Das ist aber eigentlich nicht wirklich so. Letztendlich waren sie auf seiner Seite und das fand ich cool, aber dann nur ganz kurz im Finale mal schnell gezeigt und dann wurden sie ein nach dem anderen schon ausgelöscht. Denke ich mir, also in den Comics sind sie so präsent und ich dachte, dass man den Fehler nicht mehr begeht. Klar, es ist Sony und nicht direkt Marvel, aber wir haben das Ganze doch schon gesehen mit Deadpool 2 und den Task Force X. Also das war super, war krass angekündigt und jeder hat sich gefreut, nur dass die innerhalb von ein paar Minuten alle zerschreddert waren. Und das war nicht das, was man sich von der Task Force X, wenn es dann endlich mal im Cinematic Universe integriert wird, gewünscht hat. Und so war das mit den Symbionten. Endlich werden sie mal gezeigt, endlich sind sie da und boom. Auf einmal sind sie eins nach dem anderen zerschreddert und das ist natürlich für die anderen Symbionten irgendwie nicht so cool. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht von Toxin und wie sie nicht alle heißen. Also dass die so kurz danach schon wieder alle weg waren, weiß ich nicht. Dachte ich mir, habe ich mir ein bisschen mehr erwartet und ein bisschen mehr gewünscht. An sich haben wir Venom in einem ganz neuen Glanz gesehen oder beziehungsweise was heißt ganz neuen Glanz. Wir haben das zwar gesehen, wie er auf Tiere übergegangen ist, wie Frösche, Fische, Pferde und so. Und wir haben da wirklich die neuesten, verschiedensten Varianten gesehen und wie Eddie und er zusammen gekämpft haben.
und das auch nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und das fand ich super. Das hat wirklich dem Ganzen ein bisschen Würze verleiht, aber ich weiß nicht, auf der anderen Seite fühlt es sich einfach nur an wie ein Übergangsfilm, als wäre das immer noch nicht das Finale. Denn Null wurde ja angeteasert. Ich hatte gedacht, dass Null der Hauptantagonist wird. Aber Null kommt noch nicht mal großartig vor, außer am Anfang ganz kurz und am Ende ganz kurz. Deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dachte, ich sehe viel, viel mehr von Null. Man sieht ihn letztendlich eigentlich immer nur auf seinem Thron sitzen. Beziehungsweise da, wie er gefangen ist. So, und das, in der Post-Credit-Szene mal ganz kurz, wie er in die Kamera linst. Und da war er mir fast ein bisschen zu animiert. Denn speziell für diese Aufmachung und wie er ausschaut, da finde ich, sollte man nicht zu krass animieren. So ein Thanos oder so, ja okay, der war animiert und aber irgendwie hat man schon gemerkt, auch mit Motion Capture, dass da menschliche Bewegungen dahinter sind. Und genauso sieht man das doch zum Beispiel auch mit dem Feind von Thor, also in Thor 4, Gore. Das sah auch super aus, einfach in der Maske super dargestellt und da wirkt Null einfach nur so mal kurz dahin animiert. Und ich weiß nicht, die Aufmachung hat mir da nicht so gut gefallen in der einen kurzen Miniszene, die man gesehen hat. Letztendlich hätte ich mir aber viel, viel mehr Background auch von Null gewünscht. Er hat es mal kurz ganz am Anfang erklärt, wer er ist und was er ist. Aber so ein bisschen umfangreicher hätte man drauf eingehen können. Das Ganze jetzt dann in Spider-Man 4 zu thematisieren, da will ich nochmal ein eigenes Video zu machen. Letztendlich habe ich mir aber ein bisschen mehr erwartet. Und deswegen kann ich sagen, Venom 3 war ein super Film an sich als Übergang. Aber es fühlt sich, dadurch, dass es The Last Dance heißt und das Finale sein soll, nicht wirklich wie ein Finale an. Und für ein richtiges Finale hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Deswegen weiß ich nicht so ganz, was ich von dem Film halten soll. Auf der einen Seite finde ich ihn gut, aber ich weiß nicht, ob ich mir ein zweites Mal anschauen würde. Wahrscheinlich eher weniger. So. Das war's aber von mir. Du kannst mir mal in die Kommentare schreiben, wie du Venom 3 findest oder fandest. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten war's das mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bleib fresh und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tagesschau.